Ja, moin Leute, euer Venus am Start. Meine erste Runde mit Buddies. Ihr seht es hier schon, ich habe mich für Zephyrus entschieden und wir schauen mal, ob wir damit richtig was reißen können. Ihr habt wahrscheinlich alle schon 5 Tage Vorsprung, was Buddy-Meta angeht und ein bisschen mehr Erfahrung. Deswegen würde ich mich sehr freuen. Schreibt mir in die Kommentare, was ist euer Gefühl? Full Tempo mit Buddy und den noch als Extra-Tempo nutzen oder Mini, ein bisschen Tempo, nicht zu viel Schaden kriegen und dann versuchen, einfach über den Buddy einen richtig krassen Highroll zu landen. Ihr kennt mich, ich bin Fan von Highroll, deswegen Zephyrus, deswegen hier gute Kopien von einer geilen Karte kriegen und damit versuchen dann oben geile Karten zu generieren. Mal schauen, ob das klappt oder ob wir vorher down gehen. Ich weiß es noch nicht. Die Erfahrung muss ich jetzt erstmal langsam noch sammeln. Deswegen hier das erste Video mit Buddies von mir heute. Etwas ohne Plan, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht auch deswegen gerade so ein bisschen Alarmstufe rot hier, aber das wird schon. Wir haben direkt einen DC, okay. Dancing Daryl wäre gutes Tempo. Der neue Buddy von Snake Eye, die hatte ja vorher noch keinen, weil es die da noch nicht gab. Finde ich spannend. Das ist noch mehr Tempo. Das ist, ja gut, Full Force, Full Force. Er ist Gullwing. Ja, es wird spannend. Ich level hier aber. Sie levelt nicht. Okay. Gucken wir mal, ob es hier heißt, schnell vorbei. All the townsfolk rejoice. Wir haben das Buddy-Meta ja auch vereinfacht. Buddy-Meta heißt jetzt gewinnen -3 Kosten, verlieren nur -2 Kosten. Okay. Heißt wahrscheinlich Early Tempo, bringt deswegen dann was. Reduce Buddy Cost, ja, ne? Aber der Rest verstehe ich da noch nicht. War schwierig, keinen guten Double Buy, ne? Machen wir schon mal ein Pair. Dann habe ich die Chance, mit der Hero Power zu trippeln und mit dem Buddy dann die entdeckte Unit zu verdoppeln. Das ist doch eine gute Idee, oder? Also tempotechnisch scheint das gerade erstmal keine gute Idee zu sein, weil die Leute gut gehittet haben. Early Demon Tempo hier in dem Fall. Aber ich habe den Buddy vielleicht ein Stück früh. Das ist gut, der Rest ist wieder Kacke hier. Ich könnte nächste Runde leveln und Hero Powern, ne? Und dann würde ich den umsonst kriegen. Weiß nicht, ob ich einen 4-Drop haben will. So richtig einig bin ich mir da mal noch nicht. Ich würde eigentlich ja gerne einen 5 oder einen 6-Drop haben. Da sind deutlich entscheidendere Einheiten inzwischen bei. Ein paar neue Sachen sind ja auch dazwischen. Ne? Es gibt einmal den, der im Todesröcheln immer einen Kampfschrei-Minion gibt. Aber was ich auf jeden Fall testen möchte, ist Menagerie mit dem neuen Kollegen hier. Und bei den Wildtieren gibt es natürlich den Ghoul Akambra, beziehungsweise Wildtier-Untote. Den halte ich auch für extrem stark. Müssen wir mal einfach testen. Der war ein 4-Buddy, der war ein 4-Buddy. Den hat die aber früh. Oh, viel Damage, den ich hier kriege. Scheiße. Keine Ahnung, ob man sich den Hyrule leisten kann. Das ist auch alles scheiße. Ne, wir gehen in 4-Drop. Mann, das ist ja irgendwie nichts zusammen. Ja, guck, noch ein... Ja, vielleicht schaffen wir es ja in die Untotenrichtung damit zu gehen. Wir könnten, warte mal, nächste Runde 7. Uns fehlt ein Gold, ne? Selbst wenn wir den nehmen, fehlt es ein Gold, um dann noch... für 3 Gold zu dingsen. Also machen wir nächste Runde nicht Level Hero Power, sondern danach die Runde. Okay, der ist wirklich nicht stark. Da hätte ich wirklich noch eine Runde verzögern können. Das hätte ich nicht gedacht, dass er so schwach ist. Crazy. Hätte mehr riskieren sollen. Ja, hinterher ist man immer schlauer. Aber das ist gut. Das ist gut. Vielleicht ist der sogar noch gut. Gucken wir mal.
Scheiße, mir fehlt ein Gold. Will ich die einzeln oder will ich den trippeln? Ich will die einzeln machen eigentlich. Kann ich das nicht so machen? Nächste Runde Level bei. Überleg gerade, es könnte sogar Ferix ein guter Buy sein. Für 6 Leveln, für 3 Ferix noch kaufen. Wir haben viel Reborn drin. Und dann und relativ viele Tech-Buffs dann hoffentlich. Und dann könnte man danach gucken, wann man dann das nächste Mal Hero Powered, um Anubarak oder Hateful Hack zu trippeln. In 6 Drops jeweils. Will auf jeden Fall jetzt in 6 Drops gehen. Gut. Ja, schade. Aua, aua, aua. Wo landen wir? 9. Immer noch über Damage Cap? Okay. Ah, der hat von Anfang an, ne? Dann kommen wir gar nicht zum Zug. Hier passiert jetzt gar nichts. Das ist das Problem, weil das uns Scaling kostet. Okay, let's go. Das sind minus 3 für den Buddy, okay. Hateful Triple so kriegen. Ja, dann machen wir das. Hateful Triple so. Zack, gucken, ob wir einen coolen 5-Drop kriegen. Bran wäre auch cool gewesen, aber zur Not ist es auch das. Den Triple so kriegen. Ja. Eigentlich möchte man ja 6-Drops entdecken, aber passt leider gerade zu gut, das so zu entdecken. Ist ein Bran geil, weil ich die ja einzeln spiele? Ja, ne? Oder Morö. Und dann Morö trippeln. Mit der Hero Power. Oh, I found the typo. Let me get the ink elemental. Soll ich die gehen lassen? Ich muss das so riskieren mal, oder? Ja, ein bisschen Risiko. Bran wäre halt okay gewesen, dann hätte ich die, weil ich habe sie ja einzeln schon verkauft, dann hätte ich die jeweils doppelt auslösen können und richtig geiles Golden Board machen können. Glaube aber, dass Full Untote gehen hier mir schon mehr bringt. Aber wir gucken einfach mal. Ich kann jetzt immer noch, ich habe ja noch zweimal die Hero Power, damit kann ich einmal Morö trippeln und dann kann ich gucken, ob ich noch... Ob ich jetzt Sister finde, hier ist Sister oder halt den Ghoul Akapa. Sehr schön. Permanent Attack Buffs sind mir auch das, was ich am liebsten triggern möchte. Das sieht doch gut aus, oder? Gewinne ich das? Und ich kill ihn, genau 9. Wills. Sehr schön, sehr schön. Damage Cap bleibt weiter aktiv, das heißt, wir sind aber selber weiter safe. Ich habe das extra Gold bekommen, das heißt, ich kann hier mit Golden Morö versuchen, einen geilen Six-Drop zu bekommen. Und dann ist es halt KT. Dann ist die Frage, was lässt man gehen? Wahrscheinlich will man Morö killen damit, richtig? Dann muss ich mich entscheiden, ob ich Ferix oder McCaw gehen lasse. Um hier einen zweiten Morö rauszukriegen. Wahrscheinlich McCaw, weil die Todesröcheln sind so viele verschiedene, die ich bekommen kann. Ich freeze für Mummifier, dann kann ich gleich Ferix auch gehen lassen. Wobei, Golden Ferix könnte ich auch noch machen, ne? Golden Ferix, Golden Hateful, Golden Morö. Vielleicht lässt man an Anubarak gehen und geht dann in permanent Morö-Scaling rein. Kann ich mit Mummifier aber allen Sachen
permanent Reborn gibt, dann brauche ich den Hateful Japan noch. Das muss ich jetzt gleich mal entscheiden. Ein Titus wäre natürlich noch super. Oder eine Drakari. Attacks haben wir. Das ist wichtig. Wir haben viele Attack-Buffs mit Anubarak gemacht. Wir müssen jetzt einfach gucken, dass wir über den goldenen Morö hier auch die HP aufs Board kriegen. Aber das sieht ja schon mal ganz vernünftig aus, was wir hier machen. Perfekt. Ein Gottesschild. Schön. Sehr gefällt mir das gut. Und erst einen einzigen Buddy genutzt. Wir kriegen nochmal Kopien. Könnte sogar versuchen, damit KT golden zu machen. Vielleicht mache ich das lieber anstatt Ferix. Make sure our guests. Our gracious hero has found a great ally. Guests are good. Nice. Frage ist, ist wichtiger, nochmal plus 8 HP auf alles zu geben, oder ist es wichtiger, Reborn drauf zu geben? Ich glaube, ich mache das plus HP gerade erstmal. In der nächsten Runde mit Double Body kann ich gucken, ob ich einen KT kriege. Dann kann ich den KT trippeln mit Hero Power und habe Golden KT. Dann kann ich Morö und Mami Fire Golden killen jeweils. Und dann muss ich mich entscheiden, ob Anubarak geht gleich oder nicht. Aber rein attack-technisch stehen wir schon sehr, sehr, sehr gut da. Nice. Untote, was sagt ihr, Leute? Schreibt es gerne in die Kommentare. Untote, geil oder auch ohne den neuen Six-Drop geil oder nur so? Anubarak. Anubarak gehen lassen? Morö kann ich jederzeit wieder produzieren. Erstmal das machen. Mal gucken. Kriege ich einen zweiten KT? Leider keinen KT. Die nehme ich nicht. Die mache ich mit dem Spell Golden. Schwierig gerade. Mal gucken. KT. Da ist KT. Geil. Dann kann ich die gehen lassen. Den normalen Anubarak gehen lassen. Das ist das einzige Pair, was ich habe, weil der ist golden. Okay. KT golden machen. Gucken, ob wir Sister kriegen. Auch leider nicht der Six-Drop, den man hätte haben wollen. Nicht schlimm. Die golden machen. Und so stehen bleiben. Der killt jetzt rechts und links, ne? End of turn, destroy adjacent undead. And resummon them. Erst den. Das heißt, wir kriegen dann einen gereborneden mit 1 HP und den normalen mit Reborn. Und dann die töten, dann kriegt der ja vielleicht wieder Reborn sogar. Und dann kann man sich überlegen, ob man immer wieder Morö tötet oder ob man lieber Anubarak killt. Oder ob Anubarak sogar noch geht für eine andere Sache. Ja, geil. Morö hat sogar das bekommen. Alles hat Reborn. Das sieht sehr, sehr nach einem Win aus hier. Wir machen aber maximal 15 Damage. Weil entgegen der falschen Grafik hier das Damage Cap eigentlich noch aktiv ist bei 5 Leuten. Yes. Aber wir stehen nicht schlecht da. Die Route hat funktioniert, zu sagen, man guckt, dass man sich geile Sachen doppelt. Und man muss nicht immer den Buddy trippeln. Ich glaube, das war gerade ein guter Beweis dafür, dass man das nicht unbedingt machen muss. So, die Frage ist ja jetzt,
Wie macht man's wacht? Was macht man? Man levelt und macht das. Und dann muss man sich hier entscheiden, in welche Richtung geht die Sache. Wenn ich Double Moreau kille, dann sollte ich vielleicht Anubarak gehen lassen. Einfach nur auf Stats gehen. Die Sache ist, ich kann entweder das killen, dann hat alles Reborn quasi. Oder ich kill den, weil alles Reborn hat. Der besser oder der? Der hat zwar Reborn, aber könnt auch so rummachen. Vielleicht ist es auch die Richtung. Das ist interessant. Schade. Alles so low-Kram. Ich gebe nochmal zweimal Reborn hier drauf und suche immer noch den Titus, um das Scaling hier maximal zu machen. Und dann muss ich mich entweder von dem oder dem gleich trennen. Und dann stellt man... Eigentlich muss man Double Moreau rechts, links und dann mit KT killen. Okay, einen Skyblazer und ein Octo. Wie groß ist Octo schon? 16-16, groß ist das Vieh. Das kommt drauf an, wie viele verschiedene Klassen sterben, aber es sind größtenteils nur Wildtiere. Daher passt das ganz gut eigentlich. Wieder ganz klarer Win. Also der KT-Build war es dann doch. Es gibt super viele Wege, Untote zu spielen, aber der KT-Build hier ist definitiv schon ganz solide. Hätte gerne den neuen Six-Drop probiert, ne? Aber hat sich nicht ergeben. So, killen die sich? Ja. Finale gegen Wildtiere. Oh, das kann wild werden. Wild, wild, wild. Let's see. Nicht das, was man will. Mal gucken, ob wir einen geilen Spell finden. Auch interessant. Und die töten, die ihre Stats hier irgendwo hinspuckt. Oder ihn killen. Der Reborn dann, aber ich kriege die Stats nochmal irgendwo. Was ist mir lieber, auf den beiden Reborn haben? Dann kann ich die gehen lassen gleich, ne? Na, wenn ich die jetzt fresse, muss ich sie diese Runde gehen lassen. Aber das ist egal, weil ich mir dann noch ein Dings spawnen kann. Ach ja, es zerstört. Es löst den Fehler. Löst den Todesröcheln nicht aus. Egal. So. Gucken wir mal. Okay. Ah, er hat zweimal den sogar. Und das. Der löst doch ordentlich viel Todesrechnung aus. Wild, wild, wild. Das sind ordentlich Stats. Die hätte ich gerne probiert. Die Builds. So krass. Beschwört einfach. Das ist so krass. Das Board ist quasi schon halb gekillt, aber er hat immer noch ein volles Board und kriegt so dicke Buffs. Okay. Boah, der Anubarak könnte es sein. Wir machen's. Yes! Da ist es, Leute. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte auch gerne den neuen Bild, wie er den gespielt hat, so ein bisschen in die Richtung, aber mit Untoten statt mit Wildtieren gerne gespielt. Trotzdem eine geile Runde. Punkte gemacht. Meine erste Runde mit Buddies.
Ich habe es versucht, in Hyrule zu treiben. Ich glaube aber eher, die Tendenz wird ein bisschen mehr Tempo sein. Schreibt mir eure Erfahrungen gerne in die Kommentare. Wenn ihr Bock habt auf mehr Content, gerade mit Buddies, dann heißt es jetzt abonnieren, Glocke, Like aktivieren und ansonsten gerne auch Dienstag, Donnerstag im Stream vorbeischauen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen Abend, wie gesagt, 19 Uhr auf Twitch, Link in der Videobeschreibung und ansonsten bin ich raus. Ich wünsche euch eine geile Zeit. Ciao.